Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir befinden uns hier wieder vor Vault 81 und hier wollen wir eigentlich rein. Ich bin jetzt extra nochmal kurz rausgegangen, beziehungsweise hab nochmal kurz geladen, weil ich da ja Amok gelaufen bin. Und wir möchten gerne nochmal zum Reservoir, denn ich habe euch gefragt, ob ihr wisst, wo das Amulett ist oder beziehungsweise ob es überhaupt existiert. Und so habt ihr auch geantwortet. Und ja, mir wurde gesagt, dass der Typ das Ding in der Hand hat. Deswegen werden wir nochmal kurz runterschwimmen und gucken, ob er das wirklich in der Hand hat. Und wenn nicht, dann muss ich euch leider schlagen. Dann habt ihr es nämlich verdient. So. Ich bin momentan ruhig und entspannt. Ich werde keinen Stress haben die nächste Zeit, weil ich in meinem Urlaub bin. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt nicht so krass Fallout 4 auf. Ich werd ein bisschen was anderes aufnehmen, vielleicht noch zukünftige Projekte, um das Ganze besser planen zu können auf meinem Kanal. Ich bin doch gerade erst gekommen. Was willst du mir zeigen, Kleiner? Oh nein, die Fliegen leben bestimmt wieder, ne? Nein? Das Geräusch gefällt mir nicht. Hat sich erledigt. Was willst du mir zeigen, Kleiner? Ach, das habe ich gar nicht aufgehoben. Ja, danke. So, war das eine Splittergranate? Ja, Splitter. Ich habe doch die Kronkorken hundertprozentig aufgesammelt. Oder sind die gespawnt? Was siehst du da? Ist das der Safe? Ach, den Besen kann ich mitnehmen. Der Safe ist leer. Gut. Dann würde ich mal sagen, schwimmen wir nochmal runter zum Dude. Das Gute ist, wir müssen den Anzug jetzt nicht anziehen. Wir schwimmen hier einfach mal runter. Ah. Da. Ach so, man sieht das gar nicht. Das sieht aus wie so eine Fußspur. Okay, schnell raus hier. Jetzt kommen nämlich auch die Blähfliegen. Zieht euch! Mir scheißegal, ob mein Hund daran verreckt. Wieso habe ich jetzt plötzlich so wenig Munition? Übrigens, ich habe lange über die Sache mit dem Alien Blaster ge. Was soll das? So bist du nicht gestorben. Alien Blaster nachgedacht. Wir haben 500 Munition für das Ding, ne? Und ich habe den Fehler damals schon bei Fallout 3 und Fallout New Vegas gemacht. Ich habe mir halt immer gedacht, ja Mensch, ich habe jetzt eine Waffe gefunden, die so legendär ist, so selten, dass die eine gewisse Anzahl an Munition hat und dann nicht mehr funktioniert. So. Das war immer mein Grundgedanke und deswegen fand ich das immer so schade, die Munition zu verschwenden. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann hat man die Munition nicht verwendet. Dann ist sie quasi komplett unbrauchbar gewesen. Also, wieso nutzen wir es nicht einfach? Manche Waffen können einen Gegner vollständig auflösen oder schmelzen. Was bist du denn für ein Ding? Du hast eine schwere Waffe leider, ne? Wir gehen ja nicht auf schwere Waffen, Freunde. Vielleicht später, irgendwann können wir es bestimmt machen, wenn wir Level 50.000 sind. Momentan können wir nicht auf schwere Waffen gehen. Deswegen, um nochmal zum anderen Thema zurückzukommen, werden wir jetzt den Alien Blaster holen. Der hat 500 Munition. Wenn die Munition aufgebraucht ist, dann haben wir wenigstens Munition für die anderen Waffen gesammelt. Versteht ihr das? Dass wir das quasi jetzt als Überbrückung benutzen können, weil wir haben keine Munition. Für nix. Wir haben für nix Munition. Deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwas holen. Ach stimmt, ich hatte noch so einen zweiten Affen gefunden. Wo ist der hin? Habe ich den dabei? Habe ich gerade dran erinnert. Kann es sein, dass ich ihn abgelegt habe? Schrott. Ja, ich bin abgelegt. Egal. What? Annikas Medaillon ist Schrott? Okay.
Das werden wir hier mal reinlegen. Alien Blaster. So, Schrott. Ist doch kein Schrott, Alter. Gucken wir mal, ob wir den Affen noch schnell auftreiben können. Haben wir eigentlich noch eine Wackelpuppe gefunden gehabt? Wo war das immer drin? Hilfsmittel? Diverses? Diverses muss es gewesen sein, ne? Mehr haben wir nicht. Eine Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Nimm's Marcy nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene. So. Transfer. Nee, ich will ja gucken. Waffen. Wieso habe ich hier Waffen drin, ey? Klein. Ja, die ist defekt. Ach, davon haben wir sowieso 50.000 von den Dingern, ne? Hilfsmittel. Ach, da werden die Sachen drinne gelagert, die wir hier anbauen. Das erklärt natürlich einiges. So, wie ist der Jenkins, der Mutaffe? Da war er doch gerade. Jungles. So. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Wer hat das gerade gesagt? Du? Nein, du bist eine Frau. Übrigens habe ich gerade überlegt, wir konnten, oder nicht gerade, habe ich vorhin letztens überlegt, wir konnten ja mal die Oma, einem Job zuweisen. Vielleicht können wir doch. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist. Habe ich das mit Absicht da reingelegt, alles? Irgendwelche Aufzeichnungen, ne? Stimmt. Was wollte ich hier. Ach, genau, ich wollte den Mond auf mich ablegen, ne? So, Affe. Bevor ich jetzt an irgendwas anderes denke, schnell den Affen. Da. Weißt du, kaum lege ich euch hin, streitet ihr euch schon. Ah, ihr habt doch alle einen Sitzplatz frei. Okay, du kannst so chillig bleiben. Dich muss ich nur das rumdrehen. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt? Auf jeden Fall. Sag mal, bist du besoffen oder was, Kleiner? Komm, dann chill dich hier hin. Hoffentlich wirft dich da keiner runter. Boah. Also das Platzieren von Gegenständen ist mit dem Bethesda-Spiel immer eine Katastrophe. Schon immer gewesen. Na komm, dann chill dich da ein, mach ich im Stream fertig, so. Irgendwas wollte ich gerade machen, ne? Stimmt, den Jobs zuweisen. So, ich werde auch noch eine andere Mod installieren, die es uns erlaubt, dass wir hier oben Gemüse anbauen können. Da können wir nämlich die Treppe entfernen, dann laufen die nicht mehr durch die Gegend. Wir schlafen mal eben so. Fünf Stunden wollte ich schlafen eigentlich, ja egal. Jedenfalls schlafen wir bis abends, bis die Leute alle hier oben sind und dann versuchen wir denen mal irgendwie so einen Job zuzuweisen, dass sie Händler werden können. Also da dauert das Schlafen lange. Hey! Hey, Cotsworth. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Nein, nichts Nützliches. Ich dachte mir, dass die Chancen eher gering wären. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie... So, sorry, ich musste mal ganz kurz wegklicken. Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Sir. Nein, jetzt nicht. Nun gut. Tja. Tut mir leid, Kleiner. So, ihr, du. Ich hab nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer... Ich hab gerade überlegt, mit den beiden kann ich kann den anderen keine Jobs zuweisen, oder? Ich meine, die haben alle ihre eigenen Gesprächsoptionen. Deswegen kann ich denen ja keine Jobs zuweisen, oder? Hallo? Nee, nötigen Siedler dafür.
Und ich habe keinen Siedler. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Was soll's. Gut, erkunden wir ein bisschen die Vault 81 und schauen, was wir da so alles machen können. Haben wir ja gestern nicht geschafft mehr. Zeitlich begrenzt gewesen, unsere Zeit. Oder bin ich noch Amok gelaufen? Weiß nicht, mir war irgendwie gerade danach, Amok zu laufen. Und es hat ja anscheinend recht gut funktioniert. Vor allem haben wir auch eine Sache gelernt, dass wenn wir uns genug Stimpacks reinziehen und genug Futter reinziehen, dass uns unsere Lebensleiste einfach viel schneller regeneriert. Und das finde ich cool. Rüsten wir erstmal die Laserpistole aus hier, die Alien-Waffe. So. 260 Schaden, ne? Kann man schon nicht nein sagen. Ich dachte, ich habe 500 Munition. Wer bist du denn? Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Ah, Cricket. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Ich weiß nicht, wieso, ich mag sie. Ich überleg's mir. Weniger Zeit zum Nachdenken? Mehr Zeit, um was in die Luft zu jagen. Cricket. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Klar, ich schau mal, was du hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Nein. Okay, ich könnte quasi Munition und so einen Kram kaufen. Superhammer. Krasses Ding. Schaden 60. Geschwindigkeit langsam. Oh mein Gott. Aufklärung. Scheiße, ich kann den Namen nicht richtig sehen, ne? Napalmer. Was ist das für krasse Waffen am Start? Plasmapistole? Wert 290. Ja, so ein Bajonett brauche ich ja nicht. Das sieht so aus wie so ein richtig fetter Sniper. Oh, das auch. Sogar ein bisschen mehr wert, aber 55 Schaden, das haben wir auch. Ganz ehrlich, das haben wir auch. Boxhandschuh. Oh, hast du noch irgendwas Lustiges? Das sieht alles schon fett aus, was sie so hat, ne? Also Respekt, aber ich möchte jetzt nicht ungern Geld ausgeben, es sei denn, es kommt hier irgendwas richtig Geiles. Aber sie hat nicht mal was Legendäres im Angebot. Das haben wir ja schon abgekauft, ne? Das ist aber cool, dass wir uns hier Blei, Federn und so einen Kram kaufen können. Gefällt mir. So, Patronen. 10 mm eigentlich, ne? Wie viel? 320 Kronkorken. Lass mal stecken. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Warum nicht? In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Ganz ehrlich. Was hast du denn für eine billige Rüstung an? Du hast Unterwäsche, ich sehe den Unterwäsche und du hast so eine Art. Weiß nicht, wie heißen die Dinger nochmal? Alle wollen was von meinem Angebot haben. Hey, Brahmin. Ich guck dich in die Augen. Er ist ein Feigling. Wie heißen die Röcke nochmal? Nicht die Röcke. Ah, jetzt fällt's mir gerade nicht ein. Ah, ist auch egal. Das Scheißwort fällt mir gerade nicht ein. Wir gehen jetzt mal rein. Achso, die Tür ist offen. Hey da. Hi. Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Warum so aggressiv? Ich traue Leuten von draußen nicht. Wir sind bisher ohne eure Hilfe ausgekommen und wir brauchen sie auch jetzt nicht. Aufseher McNamara hätte den Vault nie für deinesgleichen öffnen sollen. Okay. Was hast du denn gegen Leute von draußen? Ihr Leute von draußen versucht immer nur uns auszunutzen. Ihr seid nichts als egoistische Tiere. Wie kommst du denn darauf? Ist was passiert? Sagen wir einfach, dass ich meine Lektion auf die harte Tour. Ach, schade. Ist das dein Ernst? Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich hab doch nur geräuspert.
Hoppla? Habe ich gespeichert, als ich... Ich habe sie alle getötet? Hä? Aber die sind nicht pissig auf mich? Hä? Ja gut, Freunde, was passiert? Ich lasse sie jetzt so stehen. Ich habe jetzt bestimmt keinen Bock zu laden und alles nochmal neu zu machen. Aufzugstür. Da ist schon nice, du. Hoppla. Hä? Ich bin doch gar nicht rausgegangen. Wieso? Ich habe doch gar nicht gespeichert danach. Ich habe extra aufgehört, damit ich... also ich hatte die Aufnahme beendet. Ich habe nicht gespeichert oder so. Aber anscheinend sind sie noch tot. Und das Ding ist, wahrscheinlich habe ich auch meine ganze Munition dadurch verloren. 38er Patronen haben wir dafür unendlich. Cool. Wir haben von ganz... Ganz viel Munition davon. 5,56, das ist für MGs. Da haben wir auch ganz viele Patronen, ne? 50er Kaliber haben wir auch ein paar. Ja. Ich habe alle meine Fusionszellen, ja, verschwendet, ne? Hoppla. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Lass mich mal was gucken. Naja. Habe ich mich hier auch Serum von Ashington genannt? Kann ich mich gar nicht erinnern. Naja. Alter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Ja, danke schön. Ich finde es gerade ein bisschen erstaunlich, dass sie halt alle tot sind, obwohl ich nicht gespeichert habe. Aber ja, was soll's. YOLO würde ich sagen, ne? Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Sind sie halt alle tot. Dinge passieren, Freunde. Leute sterben. Kann sie nicht wiederbeleben, indem man einen Speicherstand lädt. Dass sie mich überhaupt hier noch reinlassen, nachdem ich sie halt umgebracht habe, finde ich auch erstaunlich. Hatte ich meinen Schrott eigentlich abgeladen? Ich glaube nicht, ne? Ja, schade. Ich durchwühle hier alles gerade sehr sorgfältig, weil es natürlich sein kann, dass hier eine Wackelpuppe ist. Also möchte ich die ganzen heilen Gegenstände gerne mitnehmen. Sehen bei mir bestimmt auch ganz gut aus. Na schön. Huch. Ah, damit kann ich die Schiebetür zumachen. Gehen wir mal in den Fahrstuhl rein. Joa. Das freut mich, würde ich sagen. Dass die mich immer noch mögen. Wäre ich jetzt hier reingegangen und hätten, die hätten mich abgeknallt, weißt du? Hätte ich schön 15 Minuten umsonst gerade aufgenommen. Das wäre es noch gewesen. Na, hier scheint ja alles in Ordnung zu sein. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Klar, aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Wir fangen hier an. Er kennt mich, Freunde, er kennt mich. Er weiß, dass ich gierig bin. Hallo, Ansässiger. Ja, los, schieß los. Ja? Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Worüber streiten sie sich denn? Eigentlich darf ich es nicht sagen. Aber Mr. Combs schläft angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Ich habe auch ein paar Vault 81 Bewohner getötet. Wusstest du das? Bleibst du jetzt echt daran hängen, oder was?
Oh, der Kleine macht mich fertig. Der braucht zu lange. Jetzt geh doch verdammt nochmal hier durch. Ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Mhm. Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Hey, wo willst du hin? Das ist der beste Teil. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Fehlgeschlagen? Ich habe gehört, dass heute ein Hinter vorbeigeschaut hat. Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Aber ich wollte doch nur zum Diner gehen. Ach, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Aaron eins versprochen. Und ich weiß doch, wie ungern du die Kleinen enttäuscht. Marcus William Somerset. Glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen sind für Calvin und seine Jungs. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient als sie. Hey, sag du das, Aaron. Das bricht der Kleine das Herz. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kaltherzig ist. Mark im Ernst. Nach über 40 Jahren Ehe kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Wieder ein neues... Redet ruhig weiter. Mark. Wieder ein neues Gesicht im Vault, was? Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Junge? Wie bitte? Was meinst du damit? Naja, Gwenny... Ups. Ich meine, Aufseher McNamara lässt hier nur Leute rein, wenn wir etwas brauchen. Ich dachte mir, dass jemand etwas bestellt haben muss, wenn hier ein neues Gesicht im Vault auftaucht. Wir könnten hier weiß Gott Hilfe gebrauchen. Ich habe Aufseher McNamara ein paar Fusionskerne gegeben. Fusionskerne? Ha! Wohl für Hightech-Kram. Mir wäre eine Kiste Mutabeeren lieber gewesen. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Was ist hier los? Warum sind die Leute so überarbeitet? Nun, wenn man 200 Jahre am selben Ort wohnt, fordert die Zeit einfach ihren Tribut. Bevor Aufseher McNamara den Vault für Händler geöffnet hat, klebten wir einfach ein Pflaster aufs andere. Und jetzt versuchen wir fieberhaft, den alten 81 am Laufen zu halten. Das Leben als Anführer ist kein Zuckerschlecken. Wie wahr, wie wahr. Und ich würde ihren Posten nie im Leben wollen. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt. Und noch immer voller Feuer. Bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Gwen? Wer ist Gwen? Oh, Gwen ist der Aufseher. Aber an die Bezeichnung konnte ich mich nie gewöhnen. Ich kannte das Mädel schon, als sie noch Windeln trug. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Führst du den Laden hier allein? Du meine Güte, nein, das würde ich nie schaffen. Mein Mann Mark hilft mir, aber hauptsächlich beim Vorkosten. Ist es harte Arbeit, hier alle mit Essen zu versorgen? Früher war es hier einfacher. Als ich noch jung war, hatten wir mehr Vorräte, als wir zählen konnten. Meine Mutter hat mir sogar noch Rezepte beigebracht, deren Zutaten... Naja, ich bezweifle, dass ich die heute noch irgendwo finden werde. Seit wir mit der Außenwelt Handel treiben, kommen wir über die Runden, aber... Es ist nicht sehr abwechslungsreich. Hast du je darüber nachgedacht, den Vault zu verlassen? Nie im Leben. Kannst du dir das vorstellen? Hier im Vault 81 geboren und aufgewachsen. Früher war es einfacher, musst du wissen. Wir hatten jede Menge Vorräte und draußen waren die Gefahren endlos und unbekannt. Die arme Gwen wusste nicht, worauf sie sich einlässt, als sie das Aufseheramt übernommen hat. Wie schlägt sich Gwen als Aufseher? Das nimmt sie schwer mit. Wir brauchen Hilfe aus dem Commonwealth, aber bestimmten Leuten ist das komplett egal. Ganz zu schweigen vom Zustand des Vaults. Die Wartung hält die Leute Tag und Nacht auf Trab. Sogar mich. Wenn die Leute die ganze Nacht arbeiten, brauchen sie ein gutes Essen, damit sie durchhalten. Okay, dann handeln wir das mal. Du findest sicher was.
Aufbereitetes Wasser. Ja, sie hat eigentlich nur Nahrungsmittel. Mutterbeeren, Whisky, ja nö. Ich habe nichts gefunden, du hast mir versprochen, ich finde sicher was. Also hier sehe ich gerade ganz viel. Das würde ich gerne geben. Diese riesen Kartoffeln zum Beispiel. Kartoffeln sag ich schon. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit. Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. Wo habe ich denn jetzt Warum? Die Schrauben hingelegt? Darf man sich hier Eine bedienen? Die neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Diese Sorte schlägt sich echt gut. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Ja, sowas meine ich. Sowas möchte ich gerne bei mir in der Vault haben. Dr. Pensky? Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutterbeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Erzähl mir doch ein bisschen über dich. Über mich? Ich bin Biologin und Hydrokulturgärtnerin des Vaults. Alles, was du hier siehst, habe ich angebaut. Einschließlich dieser neuen Frucht, die ich gerade gezüchtet habe. Aber ich brauche jemanden, der sie probiert. Sicher, dass ich dich nicht überreden kann? Ist du es. Ich probier's. Ach, zum Teufel. Ich probier's. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Okay, essen wir mal die Mutterbeere. Inventar hier. Hilfsmittel, Mutterbeere. Wir haben zwei verschiedene. Welches ist die richtige? Beide gegessen. Dürfte ich kurz mal, Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Sie ist verbesserungswürdig. Ein bisschen fad und zeigt kaum Wirkung. Das ist definitiv hilfreich. Ich muss direkt anfangen, an neuen Hybriden zu arbeiten. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe, besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken. Was? Preis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Natürlich, kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Toll. Ich hätte die Mutterbeere anpflanzen sollen, ne? Dreck. Egal, zu spät. Ich habe für dich im Ödland Dünger gefunden. Entschuldigung, Dr. Pensky. Oh weh. Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte. Muss mir die Wasserpumpen nochmal ansehen. Das Wasser riecht komisch. Bald brauche ich neuen Dünger. Ich habe dir Dünger mitgebracht. Zu gut zugegeben, das ist geklaut, aber hey. Ich wollte ihn dir geben. Ich wollte fair sein. Was haben wir denn noch hier? Klamottenladen. Okay, ich höre ein Radio. Ja! Einfach himmlisch. Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher, bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es hat doch geklappt. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Jetzt zisch ab und geh dich ausruhen. Kann dir nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Ausgezeichnet. Oh, Tattoos, Freunde. Hab's gerade noch gesehen. Wir können uns jetzt ein Tattoo stechen lassen. Gesichtstätowierung. Ich bin ja gespannt. Ja? Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Kann ich bei dir ein Tattoo stechen lassen? Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal. Ja, 15 Kronkorken ist okay. So, Bartstil erledigt. Nein? Okay, gut. Bart, Farbe. Nee.
Wir können hier leider kein Tattoo stechen lassen. Schade. Bereit für eine neue Frisur? Ich hätte gerne deine Munition. Wohl ein Nein. Dankeschön. Ja, wollte ich nicht. Bin schon wieder weg. Gut, eine Sache mehr. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. Testgruppe A14.1. Woche 1. Keimung ist schnell erfolgt. Die Samen sind aufgegangen und sehen gut aus. Wurzelkeime und Hypokotyle erscheinen kräftig. Erste Untersuchung der Zellen ergab nichts Auffälliges. Okay, ups. Woche 2. Die Keimlinge wachsen weiter normal und können bald umgesetzt werden. Die Wurzeln scheinen gesund zu sein und wachsen weiter. Anmerkung: A14.1.5 und A14.1.9 gedeihen trotz ihrer Unterschiede prächtig neben den anderen. A14.1.2 ist eingegangen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass es kaum nennenswerte Unterschiede zu den anderen gibt. Die Verfärbung scheint weder durch Krankheit noch durch Parasiten bedingt. Oh, ich muss gerade voll niesen. Sorry. Muss ich ganz kurz konzentrieren. Ach, so, erledigt. Untersuchung Woche 3. Alle Keimlinge wurden erfolgreich umgepflanzt. Das Wachstum erscheint weiterhin normal, ebenso wie die Wasseraufnahme. Testgruppe B023. Die Keimung verläuft langsam. Nur 50% der Samen sind aufgegangen. Die Wurzelkeime sind kaum zu sehen. Ich fürchte, die andere Hälfte wird gar nicht aufgehen. Diese Gruppe hat ein hohes Ausfallrisiko, da sie Strahlung ausgesetzt war. Untersuchung Woche 2. Die 50% der Samen, die ursprünglich aufgegangen sind, wachsen weiter. Außerdem sind noch einmal 25% eingegangen. Ich werde die restlichen Samen weiter beobachten. Ich habe B023.2, 3.5, 3.6 und 3.8 durch Überwässerung verloren. Diese Keimlinge benötigen deutlich weniger Wasser als die vorherigen Kreuzungen. Ein möglicher Vorteil, aber ich muss sie genau beobachten, um die richtige Menge an Wasserzufuhr zu ermitteln. Ich habe B023, 3.01, 3.8, 3.10 und 3.15 umgepflanzt. Die anderen haben noch kein ausreichend starkes Wurzelbett, um sie umpflanzen zu können. Keine weiteren Samen sind seit Woche 2 aufgegangen. Oh Gott. Puh. Ja, ist ja schön. Aber ich hab dir ja alles geklaut. Kannst damit nichts mehr anfangen, aber es wächst ja nach. So ist das ja nicht. Wir sorgen für die Sicherheit im Wort. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur selten auf. Ja, habe ich ja gemacht. Jetzt halt die Fresse, Mann. Schau mich hier gerade ein bisschen um. Ich höre nämlich noch ein Radio. Tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Wenn du es noch nicht getan hast. Okay, gehen wir zum Shop. Im Klassenzimmer vorbeischauen. Katie wäre begeistert, wenn du zu ihren Schülern sprechen würdest. Wo kommt das Radio her? Ich weiß es nicht. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Wer hat das gesagt? Hast du Arbeit für mich? Nein. Leer. Oh, ist hier alles leer? Oh. Immer in 3H-Klammern. Gut, besser als nix. Musst du nur mal kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Vaultboy versteckt ist. Man weiß ja nicht. Muss ein hartes Leben sein. Da draußen. Unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Männer. Wo ist denn dieser Junge nur wieder hin? Austin? Austin Engel! Wer hat das gesagt? Warst du das? Hallo. Kann ich dir mit etwas helfen? Führst du den Laden hier allein? Naja, es gibt da noch meinen Mann Holt. Aber den findet man nie, wenn man ihn mal braucht. Im Ernst, die Katze ist mir eine größere Hilfe als er. Katze? Warum sagst du denn sowas? Ich sollte da wirklich nicht ins Detail gehen. Schon gut. Mir kannst du es erzählen. Sollte ich wirklich nicht. Aber danke, dass es dich interessiert. Lass es mich wissen, wenn es etwas gibt, wobei ich dir helfen kann.
Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ich muss sagen, bei deiner Frisur ist es kein Wunder, dass dir dein Mann fremd geht. Ganz ehrlich. Oh. 3000. Willst du einen Voltanzug haben? mein Minuteman-Anzug gibt mir immer noch Bewegung und Wahrnehmung. Das ist ein bisschen besser als ein bisschen Schutz. Ich verzichte auf den Schutz. Hier, komm, nimm. Was haben wir denn noch zu verkaufen hier? Eingelegtes Fleisch, Daytripper. Daytripper hört sich an wie so eine Krankheit, wie so ein Tripper, den man einen Tag lang hat. Ich habe eigentlich nicht viel zu verkaufen, ne? Nicht wirklich. Ich kann aber meinen Schrott ein bisschen loswerden, oder? Nein, der ist mir so wertvoll. Mein Schrott ist so wertvoll, Freunde. Komm, wir kommen zurück, wenn wir das Geld dafür haben. Weil wir kriegen niemals 3000 zusammen. Können wir vergessen. Wir können natürlich alles Mögliche klauen und ihr dann versuchen zu verkaufen. Verdammt, ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. Samen. Ich brauche mehr Samen. Hast du eine Quest für mich? Suchst du was? Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Na gut. Heute nicht. Du findest mich dann hier. Boah, diese Frisur. So dämlich und hässlich. Hast du nicht gesehen, Freunde? Hast du nicht gesehen? Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. So, hier war ja der Friseur, ne? Der jetzt Langeweile hat. Hier war die Troller. Pass auf, was du tust. Nee, du siehst noch anders aus. Du bist Ansässiger, der hier raucht. Oh, bist du widerlich. Ich muss mir die Wasserpumpen nochmal ansehen. Das Wasser riecht komisch. Das ist so, hier ging's zum Aufseher, ne? Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Was hast du denn noch? Verdammt, bist du... Okay, war ein Versuch wert. Aber wir können noch nicht klauen, Freunde. Wir können es immer noch nicht klauen. Wenn wir klauen könnten, wir könnten uns Munition zusammen klauen. Oh, Freunde, oh, wäre das geil. Und wir können noch nicht. Wir sind noch zu schwach dafür. Ja, nice, hier ist niemand. Ach, sieht aus wie die alte Vault. Gut, das ist jetzt nicht so wirklich schwer zum Knacken, muss man sagen. Das kriegen wir noch hin. Haben wir hier noch irgendwo ein paar... Das wäre echt ganz nice. Wenn man es mir noch ein bisschen leichter machen könnte, wäre ich froh drüber. War ja klar. Wieso sollte man es mir auch leicht machen? Na gut, wir haben 3 Sachen gefunden. Das ist gar nichts. Das müssen ja mindestens 5 eigentlich sein. Oder bin ich einfach nur blind? Null Treffer, folded. Null Treffer. Was hört sich überhaupt gar nicht so an wie folded? Waggons. 2 Treffer. Okay, das ist nur die Frage, welche Buchstaben das sind, ne? Hauses kann es nicht sein. Aber wir können das mal vergleichen, ne? Waggon, Waggons und folded. Das ist überhaupt gar nicht gleich. Da hatten wir 2 Treffer, ne? Hauses kann es nicht sein, weil da als zweites ein O ist. Und das O ist ja kein Treffer. Und das E ist auch kein Treffer, das wissen wir ja. Das O und das E ist kein Treffer. Ja. Wer ist der Größte, Freunde? Wer ist der Größte? Gut, Freunde. Ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Followed wir und werden uns dann morgen hier sehen, wenn wir uns ein bisschen im Terminal vom Aufseher rumtoben lassen und uns austoben mit sämtlichen Anfragen. Vielleicht nochmal hier ein bisschen was für uns bestellen, da für uns was machen. Mal gucken. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero und Suits.